Um es vorwegzunehmen, die Antwort, die ich nun geben werde, ist nicht ungefähr unbedingt positiv. Im Besonderen, wenn man die Vorstellung hat, man kann in dieser materiellen Welt wahrlich glücklich werden. Wir kommen in diese Welt, wir werden geboren, wir wachsen auf, gehen zur Schule, all das, wir lernen und lernen. Und je mehr wir erwachsen werden, desto mehr versuchen wir uns zu definieren. Wir versuchen uns zu finden, wir versuchen sozusagen, ja, zu verstehen, was ist mein Sinn im Leben. Und mein Sinn ergibt sich aus meiner Identität, aus meinem Ich heraus. Erst wenn ich verstehe, was ich bin, kann ich auch meinen Sinn verstehen. Nun, wenn wir glauben, dass wir einfach materielle Wesen sind oder Menschen, sage ich mal ganz einfach, menschliche Wesen, also wenn wir glauben, wir sind dieser menschliche Körper und auch der feinstoffliche Körper, die Emotionen, dann denken wir natürlich, dass wir durch die Zufriedenstellung dieses Körpers das finden, was wir suchen. Das ist eben Glück. Weil wir aber nicht dieser Körper sind, aus diesem Grund ist dieses ganze Vorhaben von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir können Glück nicht auf der körperlichen, physischen Ebene finden, weil wir metaphysische Wesen sind. Wenn wir der materielle Körper wären, okay, aber wir sind nicht der materielle Körper, wir sind spirituelle Wesen. Und so sagt Srila Prabhupada auch, dass man eine negative Sicht auf das materielle Leben haben soll. Und nicht, weil man sich da irgendwie eine Brille aufsetzt, sondern weil das nur realistisch ist. Das materielle Leben ist sowieso von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Mit der Geburt ist der Tod gewiss. Und jeden Tag, in dem die Sonne auf und unter geht, ist ein Tag unserer Lebenszeit abgelaufen. Das heißt, wir bewegen uns ständig auf unseren Tod zu. So, wenn wir jetzt das Leben dafür verwenden, in dieser Welt glücklich zu werden, dann ist das natürlich ein Wettkampf gegen die Zeit. Und letztendlich gewinnt die Zeit. Und das heißt, die Zeit ist für einen Materialisten, wie sagt man, ja, die läuft aus. Und am Ende der Zeit entscheidet sich, was habe ich gelernt. Es ist wie wenn wir mit dem Zug fahren. Wenn ich mit dem Zug von Berlin nach Köln fahre, dann werde ich mir, denke ich, nicht, oh, in meinem Fahrabteil, das sieht so langweilig aus, ich mag dieses Blau nicht, ich hätte es gern lieber grün, jetzt male ich aus, ich hänge Gardinen hinein, ich nehme meinen Fernseher mit, den hänge ich da an die Wand, ich habe meinen Schreibtisch und alles, ich richte es mir da so richtig schön ein in meinem Zugabteil. Das macht man nicht, weil man ein paar Stunden später wieder aussteigt und dieses Zugabteil verlässt und höchstwahrscheinlich nie wieder zurückkommt. In selber Weise ist dieses Leben einfach ein kurzer Abschnitt in unserer Existenz. Wenn wir nun alles einrichten und arrangieren, dann ist das nicht intelligent, weil es bald vorbei sein wird. Und warum sich so sehr mit einer sozusagen Illusion, einer temporären Illusion verstricken, wenn man am Ende davon gar nichts hat? So kam einmal ein Mann zu einem Weisen. Und dieser Weise lebte in einem ganz einfachen Zimmer, ohne Möbel. Und der Weise fragt ihn, ja, wieso haben Sie denn keine Möbel? Warum leben Sie denn so einfach nur auf dem Boden, mein lieber Weise? Und der Weise sagt zu ihm, ja, warum haben Sie keine Möbel? Und er sagt, ja, ich bin ja nur zu Besuch, ich bin doch nur zu Gast hier. Und sagt der Weise, ich auch. Ja, das ist ein guter Punkt. Wir sind alle nur zu Gast in dieser Welt. Warum sollen wir uns all diese ganzen, warum sollen wir all diese Dinge hier mitschleppen? Wie es auch in der Bibel heißt, das Leben ist wie eine Brücke, du sollst darüber gehen, aber dir kein Haus darauf bauen. So verstehen wir diesen Punkt, dass das ist das Erste, es ist vergänglich, das materielle Leben ist vergänglich. Und da wir nicht der physische Körper sind, können wir mit dem physischen auch nicht das Glück erfahren, das wir eigentlich suchen, weil das Glück, das wir suchen, ist auf der materiellen Ebene nicht zu finden. Das Glück der materiellen Welt ist wie eine Fata Morgana, ist einfach nur eine Spiegelung, eine Illusion. Und wenn man nun denkt, diese Fata Morgana, die diese Oase in der Wüste produziert, so wir laufen durch die Wüste und wir sind durstig und wir wollen natürlich Erleichterung von dieser Hitze und von diesem Durst und wir sehen diese
Oase und bewegen uns darauf zu, mit der Hoffnung nun Erleichterung zu finden. Und wir springen dann in diesen kleinen See, in dieser Oase, und wir springen einfach nur den Sand und haben nur den Sand im Mund. So ist das materielle Glück. Das ist einfach eine Spiegelung, eine Illusion, auf die wir uns zubewegen, in die wir hineingehen sozusagen, in die wir genießen wollen, aber am Ende bleibt nichts als Sand im Mund. Das heißt nicht, dass es Glück nicht gibt. So wie in diesem Fata Morgana Beispiel ist die Oase ja existent, nur nicht an diesem Ort, sondern woanders, und von dort wird es eben in diese Wüste gespiegelt. In selber Weise gibt es das Glück, das wir suchen, schon, nur nicht an diesem Ort, in dieser materiellen Welt, sondern in der spirituellen Welt. Denn Glück ist spirituell und gibt es nur in dieser spirituellen Dimension, wird aber verzerrt wiedergespiegelt in der materiellen Welt. So haben wir als Seelen, als spirituelle Wesen, diese Intuition und Hoffnung, glücklich sein zu können. Da wir aber nicht wissen, wer wir sind, suchen wir es in der falschen Welt, in der falschen Dimension, und zwar in der materiellen. Das ist eben das Positive. Das Positive ist es, Glück gibt es, aber das Negative nicht in der materiellen Welt. Und solange wir diesen materiellen Freuden nachgehen, werden wir nicht wirklich glücklich sein. Denn die Freuden der materiellen Welt sind nur die Abwesenheit von Leid. Wir suchen eigentlich Glück an sich, aber das, was wir hier bekommen, ist nur die Tilgung von Leid. So wie ein Verbrecher im Mittelalter bestraft wurde, oftmals, indem man ihn in einen Käfig sperrte. Und dann ließ man ihn in den Fluss hinein, unter Wasser, so lange, bis er gerade so am Ertrinken war. Und dann holt man ihn wieder raus und er kann einfach mal Luft schnappen. Und dann, wenn er genug geschnappt hat, geht er wieder nach unten. Und so hat man ihn bestraft. Was natürlich sehr, ja, sehr schrecklich ist. Jedenfalls ist das Glück dieser Welt so. Wir leiden und dann können wir kurz, so wie der unter Wasser, und dann können wir kurz Luft holen und das Leid ist mit einem Schlag vorbei und wir erfahren diese Erleichterung und das nennen wir Glück. Denn alles Glück dieser Welt basiert ja auf einem Wunsch. Wir wollen etwas haben und dann, wenn ich es habe, erfahre ich diese Zufriedenstellung. Aber warum ist das so? Egal mit was, ob das materielle Dinge sind oder eben diese groben materiellen Dinge wie ein Auto oder ein Haus oder Geld oder all diese Dinge oder subtilere Dinge wie Beziehungen und Freundschaften, Familie oder Philosophie oder ich lese ein schönes Buch. Dass all diese Zufriedenstellungen, Freuden, die wir in diesen Dingen erfahren, ist nur die Tilgung des Leids. Denn ich habe einen Wunsch und ein Wunsch ist ein Ausdruck von Mangel. Ich will etwas, was ich nicht habe. Mir fehlt etwas. Und weil mir etwas fehlt, suche ich die Erfüllung. Dann wird man gefüllt. Man ist nicht erfüllt, man ist leer. Die Fülle fehlt. Und dann wird man erfüllt. Also die Fülle kommt und dann ist man gesättigt. Man sagt auch einen Wunsch, wie gesagt, einen Wunsch. Ich habe einen Wunsch. Aber das heißt ja, ich will etwas, was ich nicht habe. Und solange leide ich, solange ich diesen Wunsch habe, leide ich. Dann wird der Wunsch erfüllt, man wird gefüllt, der Mangel geht. Und dieser Moment, diese Situation bringt eben Tilgung des Leids und wir sagen Glück. Beziehungsweise Zufriedenheit. Das heißt, das Gegenteil von dem Frieden ist natürlich der Unfrieden oder der Krieg. Man ist unzufrieden und dann ist man auf einmal friedlich. Friedlich ist einfach die Tilgung oder die Beseitigung des Problems. Und dann sagt man auch wunschlos glücklich. Ja, man nennt das sozusagen den Höhepunkt des Glücks. Wunschlos glücklich. Das heißt, erst wenn wir wunschlos sind, können wir glücklich sein. Das heißt, der Wunsch ist das Gegenteil von dem Glück, weil der Wunsch drückt ja den Mangel oder das Fehlen des Glücks aus. Der Wunsch ist getilgt, erfüllt, man hat keinen Wunsch und dann sagt man, jetzt bin ich glücklich. Und das ist alles, alle Freude, alles Glück dieser Welt basiert auf diesem Prinzip. Egal was es ist. Alle Dinge sind nur Tilgung von Leid. Der Moment, wo das Leid getilgt wird, der Wunsch geht weg, das nennen wir Glück.
Somit ist das Glück dieser Welt kein Glück an sich, sondern ist bedingt, ist abhängig von dem Leid. So schwanken wir in dieser Welt zwischen Glück und Leid. Nun, das Glück, das wahre Glück, das, was angeboten wird in den vedischen Schriften oder was die Realität ist, ist Glück an sich. Das heißt, nicht die Tilgung von Leid bringt Glück, sondern es ist Glück an sich, grundlos sozusagen. Es hat seine Gründe, aber die sind spirituell, aber keine materiellen Gründe. Das kann man erfahren, wenn man beginnt, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Im Besonderen, wenn man Hare Krishna chantet, diesen Mantra. Weil das extremst interessant ist, ein Phänomen, dass man einfach durch das Sprechen von Worten Glück erfährt. Und ein Glück, das nicht von dieser Welt ist. Ein Glück, das man vorher noch nie erlebt hat. Und ein Glück, das viel tiefer geht als all diese materiellen Dinge. Sogar die emotionalen Dinge, sogar in materiellen Beziehungen erfährt man nicht dieses Glück, was man erfahren kann, wenn man Hare Krishna chantet. Weil der Mantra oder die Namen von Krishna sind nicht verschieden von ihm. Und wenn wir sie hören, sie dringen tiefer, sie berühren unsere Seele. Und die Fusion oder der Kontakt der Seele mit der Überseele, der höchsten Seele oder Krishna, das ist Liebe. Diese Beziehung, dieser Austausch. So dass eine Fusion findet statt, sozusagen in unserem Herzen, wenn wir den Hare Krishna Mantra sprechen und hören, dann aufnehmen im Bewusstsein und dann dringt er vor zu unserer Seele. Und dadurch erfahren wir Freude, weil wir endlich die Person wieder treffen können, die wir seit unendlichen Zeiten vermissen. Und das ist Krishna. Letztendlich passt jeder von uns perfekt zu Krishna. Er ist unser perfekter Partner, den wir eigentlich in dieser Welt suchen. Wir suchen ständig unseren Partner, unseren Part, ne, unseren Teil. So, wir sind momentan getrennt von Krishna. Wir sind getrennt. Wir müssen wieder verbunden werden. So, er ist eigentlich die Person, die wir auch in dieser Welt suchen. In allen Beziehungen und in allen Personen suchen wir ihn, weil er ist die perfekte Person. Und er beziehungsweise wir passen perfekt zu ihm. Und da erfahren wir wieder diese ursprüngliche Liebe und Freude. Und der Hare Krishna Mantra, beziehungsweise die Namen von Krishna, sind nicht verschieden von Krishna. Und dadurch kann man diese Freude erleben. Und dann kann man diese spirituelle Freude im Krishna-Bewusstsein vergleichen mit der materiellen Freude und jetzt sehr schnell sehen, dass da kein Vergleich besteht. Und dann sieht man, was wirkliche Freude ist. So, deshalb kann man in dieser Welt glücklich werden, wenn man nicht die Welt dafür verwendet, wozu sie da ist, weil die Welt ist ja nicht schlecht an sich. Die materielle Welt und die materielle Existenz ist dafür da, wieder Krishna bewusst zu werden, Gottes bewusst zu werden. Aber wenn man sie nicht dafür verwendet und das Leben nicht dafür verwendet, dann kann man hier nicht wirklich glücklich werden. Dann erreicht man vielleicht Situationen, in denen es mal für einige Zeit passt, aber dann ist es auch schnell wieder weg. Die Erfahrung haben wir oft genug gemacht, dass wir etwas erlebt haben, was uns Freude gibt, aber sehr schnell ist es wieder weg. Ob das eben materielle Dinge sind, Beziehungen oder was auch immer. Es ist nichts beständig. Aber Krishna-Bewusstsein und die Beziehung mit Krishna ist beständig, sogar über dieses Leben hinaus. Auch wenn wir nach diesem Leben nicht zu Krishna gehen, macht man im nächsten Leben dort weiter, wo man aufgehört hat, ist auf einem sicheren Pfad zum wahren Glück. Hare Krishna.